konnte es selbst nicht so richtig glauben, als sie nochmal echt der Welt hat so gewünscht, auch noch in der zweiten Runde geschlagen hatte. Und das war genau das Match, bei dem Marcel Scorpion, der die Promi Darts WM 2018 ja gewonnen hat, der in diesem Jahr übrigens auch die Qualifying School gespielt hat und dabei in 2 Punkte einsammelte, wo er mit seinen über 2 Millionen Followern gesagt hat, wenn Fallon Sherrod auch noch Mentor Zuljevic schlägt, dann werde ich in rosa auflaufen, genau mit dem Shirt, mit dem Fallon selber auch spielt. Und Jesa in rosa, Marcel Scorpion! Was geht, YouTube? Okay, das war so unlustig. Scheiße, Mann, ich schäme mich richtig. Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Spiel gegen Fallon Sherrock hier in der Ostsee-Darts-Gala in Kiel. Der Junge mit der Maske hat sich sehr gefreut. Er setzte sich auch gerade wieder auf. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Walk-on hier. Leider ohne Mucke heute. Ich habe es euch beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe ein paar rechtliche Probleme bekommen bezüglich der Musik von Scooter und bezüglich auch wahrscheinlich wird Katy Perry, die den Walk-on-Song von der guten alten Fallon Sherrock singt, hat wahrscheinlich die Rechte auch nicht an mich abgetreten. Ich befürchte es. Und dementsprechend lassen wir lieber mal die Mucke heute weg. Aber ihr seht schon der Walk-On hier. Ihr habt schon die Erklärung gehört, für die, die es noch nicht wissen, warum ich in rosa spiele. Ja, das hat auch zu lustigen Verwirrungen im Practice Room geführt, sodass Fallon dann auch ein Foto mit mir machen wollte. Und ich habe das Foto dann gepostet, weil ich es cool fand. Und mein Walk-On hier. Hier kommt die gute alte Fallon. Ja, was soll man dazu sagen? Es war natürlich die lustigste Auslosung. Besser hätte es nicht laufen können, dass ich das Trikot mache. Und warte kurz. Ich freue mich sehr, dass sie hier in Kiel mit dabei ist. Der Queen of the Palace, Fallon Sherrock. Genau, und deswegen war es so witzig, dass wir dasselbe Trikot tragen und jetzt auch noch gegeneinander spielen. Und was soll man zu Fallon Sherrock sagen? Sie ist absolute Legende seit dieser WM. Sie hat gezeigt, dass Frauen absolut im Dartsport dazugehören, dass Frauen super Leistungsstandard bringen und deswegen war es natürlich eine Ehre für mich, mich gegen sie zu messen. Also besser hätte es eigentlich nicht kommen können. Sie hat so zur WM halt auch meine Videos mitgeprägt und ja, mitgestaltet quasi durch ihre Erfolge und dementsprechend war es natürlich richtig geil, dass wir gegeneinander spielen. Was auch noch ganz witzig ist, ist der Punkt, dass das Spiel live von Elmar und Martin kommentiert wird. Und ich habe das Video schon ein paar Mal geschaut. Ich werde natürlich hier auch hauptsächlich kommentieren. Aber dennoch gibt es ein paar Sachen, die ich ergänzen muss. Wie zum Beispiel, dass Elmar der parteiische Kommentator aller Zeiten war. Und leider nicht für den guten alten Marcel. Sondern der war schon gut für die gute alte Frau Sherrock. Wir stoßen den natürlich gerade noch an. Und there's only one Fallon Sherrock. Ihr hört es vielleicht schon. Das Spiel ist dann doch tatsächlich mein bestes Bühnenspiel aller Zeiten geworden und ich freue mich total und ich werde euch jetzt nicht das Ergebnis verraten, sondern ich lasse euch ein bisschen quasi, ja, überraschen. Es ist nämlich ein sehr überraschendes Ergebnis, das kann ich schon mal sagen. Ja, die letzten Practice Darts werden jetzt hier noch geworfen, pro Person 9 Stück. Ihr seht, wie formschön mir das rosa Shirt steht. Es geht. Jetzt hört man Martin und Elmar auf. Ich werde es hin und wieder mal ein bisschen lauter drehen, wenn es gerade gut passt und wenn es gerade nicht passt, dann nicht unbedingt. Ja, ihr hört schon, Elmar sagt, ich will das Ding unbedingt gewinnen. Ich kommentiere einfach mit denen zusammen, ich glaube, das ist praktisch. Kurz eine Ankündigung wollte ich noch sagen, und zwar auf Dartspool gibt es gerade Martin Schindler, weil er hier auch so schön kommentiert, die Soft-Tipp-Darts, 15% Rabatt, wer da zuschlagen will. Klickt mal auf den obersten Link in der Videobeschreibung, richtig günstige, gute Angebote für Soft-Tipp. Ich habe sonst immer nur für Steel-Dart gemacht und deswegen auch für die Soft-Tipper unter euch, da gibt es ja auch einige. So, jetzt sind die letzten Practice-Darts hier am Start. Und danach bin ich dran. Und ihr hört schon wieder, Elmar möchte, dass Frau Sherrock Marcel Scorpion mal richtig eins überbrät. Und solche Aussagen gibt es hier permanent. So. Los geht das Spiel. Der erste natürlich da, wo er hin muss. Der zweite ein bisschen drunter und natürlich ein Start, in dem man leben kann mit einer 140. Generell alles wieder super organisiert gewesen, wieder mega Spaß im Practice Room gehabt, die ganzen Jungs wieder zu sehen, mit Michael viel gequatscht, er spielt auch Call of Duty, das fand ich sehr, sehr sympathisch, wir haben die ganze Zeit über Call of Duty geredet. Saulustige Stories auf jeden Fall am Start wieder gewesen. Zweite Aufnahme ist jetzt hier eine 45, also nichts Besonderes. Und es war natürlich, wie gesagt, mal wieder diese geile Situation, auf der Bühne spielen zu können. Jetzt kommt hier die nächste Aufnahme, jetzt sehen wir mal, wie ich werfe, wie es aussieht. Ja, wie immer halt. Wieder ganz rechts stehen. Eine 60. Elmar sagt noch gerade, vor 3000 Zuschauern zu spielen ist nicht das Einfachste und das ist natürlich richtig.
Und da kommt auch die 140 von Frau Sherrock. Also ich bin immer noch ein bisschen so in Trance wegen diesem Erlebnis, weil es mal wieder der absolute Knaller war. Ihr seht schon, der Anfang ist jetzt nicht so stark. Ich habe dann später im Verlauf des Matches noch ein paar richtig brisante Aktionen gehabt, auf jeden Fall. Und habe auch ein paar richtig nice Legs gespielt. Ich freue mich jetzt, dass ich euch die zeigen kann. So, jetzt werfe ich hier eine 100. 111 steht, bei Sherrock 136. Triple 17 für Tops, nicht getroffen. Triple 18 für 20 Rest. Unlucky. 56 stehen bei mir und bei Sherrock 40. Und da wusste ich, okay, 56, die müssen es jetzt sein zum 1-0. Und da treffe ich die 8. Krieg also nur ein Dart auf Tops. Boom. Yes! Come on! Mein Kollege Basti, der hier sich gerade gut freut. Ja, ist geil, ey. Feier ich total. Ja, es ist halt einfach der Knaller. Also wie gesagt, ich werde euch die Statistiken am Ende noch einblenden des Spiels. Richtig nice. Zweites Leg geht los. Ich habe das erste Leg mit 21 Darts gespielt. Das ist so ein Average im Bereich 73 ungefähr. Passt auf jeden Fall. 40, slow start. Ich habe auch richtig geile Fotos, die werde ich auch zeitgleich auf Instagram posten. Richtig nice Fotos. Jetzt hört euch das an. Bei Marcel Scorpions 140 wurde nicht applaudiert, Elmar! Spaß. Richtig geiles Erlebnis, ich bin so dankbar, dass ich dabei war, ohne Scheiß. Was ganz lustig ist, bei der Vorstellung ganz am Anfang, da haben bei Gervin und bei mir ein paar Leute geboot. Da haben sich so eine Gruppe wohl abgesprochen zu booten. Aber ich habe es irgendwie voll gefeiert, weil durch das Spiel hier, durch meine Leistung, habe ich dann sehr viele Leute auf meine Seite ziehen können und dann hat gar keiner mehr geboot. Also ich kann auch die Leute verstehen, die mich dann nicht dabei haben wollen, aber ich werde euch mal irgendwann erklären nochmal, warum das auch für alle Beteiligten Sinn macht eigentlich, dass ich dabei bin. Und ich liebe den Scheiß und ich hoffe, jeder von euch gönnt es mir, weil das für mich Erlebnisse sind, für die lebe ich zurzeit. Das ist einfach Fakt. Das ist jetzt so ein richtiges, langsames Leg, 55. Über das Leg kann ich mir nichts kaufen hier. Aber die geilen Legs kommen noch, Freunde, das verspreche ich euch. Okay, ja, Triple 20. Habe ich jetzt eine 100 hier geworfen? Ah, natürlich wieder eine 3. Der klassische Triple 1, Marcel. Ja, da hat Sherrock jetzt 43 Punkte Vorsprung. Ach ja, bei mir ist die Anzeige später auch mal wieder falsch. Der Klassiker, danke. Passiert immer nur bei mir, ich hab einen. Und ihr seht schon, Wurf ist, also ich war wieder auf der Bühne. Ich liebe es einfach auf der Bühne zu spielen. Ich habe nirgendwo so Feeling wie da. Es macht so Spaß, gerade auszuwerfen. Auch diese 60 gerade, sieht gut aus, fühlt sich gut an. Und Sherrock checkt nicht und ich habe 143. Aber die 5, da wusste ich schon, jetzt gehe ich zweimal auf die 19, um wenigstens 43 ins Board zu prügeln für 100 Rest. Aber dass ich da nicht mehr rankomme, das war mir sowieso klar. Ja, hoffen, kneten, beten! Hoffen, kneten, beten war auch mein Motto in der Situation, aber da hat das ganze Kneten nichts gebracht. Da steht es 1-1 und wir klatschen uns hier natürlich nach jedem Leg ab. Fallon auch eine sehr, sehr nette Frau. Wir haben auch Backstage ein bisschen geredet, wie gesagt, und war einfach witzig. Wenn du dich fragst, steht Fallon das Rosa-Shirt ein bisschen besser. Laut Elmar steht auch Fallon das Shirt besser. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Lüge. Wobei, da muss ich Elmar... Ja, Lüge, man hört es hier. Genau. So. Ja, langsamer Start von mir mit einer 41. Fallon bekommt einen Bouncer. Das, by the way, live zu hören, wie die kommentieren, ist so ungewohnt. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Weil du hörst es... Du kannst es nicht ganz abschalten. Du hörst es immer ein bisschen. Eine 100.
Das Ding ist halt, du musst beim Dart auch nicht permanent im Tunnel sein. Das habe ich jetzt gelernt. Wenn man sich zwingt, nur konzentriert zu sein, das geht gar nicht. Hin und wieder zwischen den Aufnahmen kann man ruhig auch mal zuhören, was die da sagen. Nur sobald du ans Oki trittst, sollte die Konzentration wieder da sein. Und ja, gerade eine 100 geworfen. Jetzt folgt eine 140 für 220. Ich muss schon sagen, die beiden Shirts, das harmoniert schon gut. Das sieht schon stabil aus. Ich stehe so weit rechts, das ist so lustig. Ich habe 220 Rest. Werf eine 100 mit dem letzten. Also nach wie viel Darts? Nach 12 Darts 120 Rest bei mir. Und Fallon bedankt sich. Dreieinhalbtausend Fans waren da. Krass, krass, krass. Richtig geil, ey. Hier treffe ich Vollbull und will jetzt Single Bull treffen. Aber leider die 4 erwischt mit dem letzten. Und somit 61 Rest nach 15 Darts. Und Fallon 155. Single Bull für Doppel 18. Inside Doppel 9. Boom. Yes, Junge! Good Dart! Und da gehe ich mit 2 zu 1 in Führung. Es war aber auch wieder mein Leg, sprich kein Break bisher in diesem Spiel. Alle holen ihre Legs. Und das ist schon mal mein Rekord bei Dartsgalas. 2 Legs habe ich noch nie geholt. Mein Rekord war 1. Und Fallon haut eine 5 ins Board. Da gehe ich auch nochmal zurück. Einfach die Konzentration nochmal neu gesammelt. Neu ans Oki getreten. Und direkt erstmal eine Triple 20. Und das ist so eine enge 83, ist unglaublich. Die haben, glaube ich, in einem Loch gefühlt gesteckt, aber in drei verschiedenen Segmenten. Das ist der absolute Wahnsinn, ehrlich. Das passiert auch nur im Dart. Und Fälle mit einer 140, lässt sie nicht anbrennen. Da treffe ich Tops und lache auch, weil das ist mir nicht... Guck mal hier... Ey, was auch Elmar sagt und so. Absolut beabsichtigt. Martin sagt, Top sei Dank, haut den Frischspruch des Jahres 2020 schon im Januar raus. Yes, Junge. Ja, ist okay. Das Leg ist okay. Es war jetzt 83, 80, 69, ist okay. Auch wenn die 80 natürlich abgerutscht ist, aber mein Gott, ich spiele seit anderthalb Jahren, das passiert auch mal. Hier haben auch Martin und Elmar mir teilweise Komplimente gemacht dafür, dass ich noch nicht so lange spiele, habe ich mich super drüber gefreut. Und das ist jetzt hier so eine richtige Kackaufnahme. Und da sind die Fans auch von mir am Start. Ja. 2,25 bei mir. 60, 5, 65. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Situation ist, wo auf der Tafel was anderes stand als auf der Anzeige. Oh, sie verpasst einfach um einen Millimeter. Ich glaube, auf der Tafel steht bei mir 143, deswegen werfe ich jetzt, was ich werfe. Weil ich habe nämlich, jetzt frage ich 63 left und er sagt yes. Deswegen gehe ich jetzt auf die Triple 13 mit dem letzten. Versteht auch keiner da. Aber es war richtig, auf der Tafel stand es so. Und deswegen stehe ich jetzt nicht auf 44, wie es da steht, sondern auf 50 Rest. Und jetzt kommt der Double Trouble hier in dieses Leg. Ich versuche 10 für Tops zu spielen. 15 getroffen. 15 für Doppel 10. Und ich habe zu dem Zeitpunkt 20 Rest. Martin sagt auch gerade. Auf der Anzeige steht alles falsch. Und Fallon lässt mich hier nochmal rankommen. Der absolute Wahnsinn. So ein richtiges Kack-Lag einfach. Ich will dieses Lag halt unbedingt haben. Auf der 20. Und ich treffe nicht. So. Wie kann man ein Leg so verschenken?
Wie kann man es so verschenken? Dachte ich, aber Fallon trifft die 1. Und jetzt fürs Break 20 Punkte Rest und dachte ich mir, komm, das muss jetzt gehen. Boom. Lustigerweise waren das trotzdem in Anführungszeichen nur 25 Darts. Wenn ich es mir angucke, sieht es aus wie 1000 Darts, wirklich. Jetzt frage ich, wer anfängt. Und ja, jetzt geht's hier weiter. Nächstes Leg. Ich fange an, ich habe also gebreakt. Und das ist auch ein richtig nices Leg jetzt. Ich fange mit 60 an. Also man sieht ja schon, dass das mein bestes Spiel bisher war. Also muss man, die Statistiken zeigen es auch nochmal später, aber so merkt man das ja einfach schon vom Flow und so. Sagte er und wirft eine fette 5. Aber Triple 19. 81. Jawohl, Junge. Aber jetzt hat langsam Fallon auch Bock bekommen. Das sage ich euch. Auch eine 100 von ihr. Ich finde das immer so lustig. Auf der Anzeige sieht es immer so groß aus. Und hier sieht man mal, wie klein das eigentlich alles aussieht. 140. Da ist die Freude groß. Ich stehe auf 220. Nach 9. Ich sag zu Martin, sagt, ich weiß, es ist wichtig, aber vergiss nicht den Spaß und nicht mal so diesen Totenzeug. Als ob ich da nicht gewinnen will, Alter. Sie wollte auch komplett gewinnen. Das werdet ihr auch gleich sehen. Yes! Yes, Junge! Ich stehe nach 12 Darts auf 120. Sie hat die Chance zum 12er, unlucky, aber 137. Sie steht nach 12 auf 24 und ich habe 60 zum Break, zum 15er, zum 4-1. Nicht zum Break übrigens, wäre nicht zum Break gewesen. Ich verpasse Tops zum 4-1 um einen Millimeter zum 15-Darter. Und da wusste ich, Fallon macht es aus und sie spielt 14 Darts. 14 Darts, richtig geiles Leg von uns beiden. Richtig geiles Leg. Das war ein Leg, wo beide 100, also wo ich 100er Average spiele ungefähr. Bisschen weniger. Wo sind eigentlich die Fallon Sherrock Fans? Ja, alles klar, danke Emma. Und sie spielt über 100er Average in dem Leg gerade. Und kann es aber nicht bestätigen mit einer 41. Also starkes, starkes Leg von Fallon. Und jetzt fange ich richtig kacke an, hier sehe ich gerade. Ah, 22. Das nervt. Und sie wirft eine 140 in genau richtigen Moment. Und mein erster steckt in der 60. 100. Dieses 4-1, ne? Mann, Mann, Mann. Hätte man holen können. Und sie wirft noch eine 140. Jetzt gibt sie richtig Knallgas, dieses Leg und das davor. Man sieht einfach, wie gut diese Person spielen kann. Wieder 81. Auch kein so schlechtes Leg. Aber Fallon läuft mir hier gerade weg. 60, 120. Genauso war mein Leg davor auch, by the way, nach 12 Darts auf 120. Jetzt werfe ich eine 27, das Leg habe ich komplett aufgegeben. Diese paar Low-Aufnahmen, die ich drin habe, die ärgern mich so, ey. Das muss einfach nicht sein. Guckt euch dieses Leg zum Beispiel, das ist einfach, das nervt einfach. Wie auch nicht rein will ins Triple. Ich habe, by the way, meine eigenen 85% Darts gespielt. Die spiele ich jetzt seit 2 Monaten. Die V2. Und hier trifft Fallon natürlich mit dem ersten Dart das Doppel. Aber war auch nur ihr Leg. Und es steht 3 zu 3. Wer zuerst 5 hat, hat gewonnen. Komm, Marcel. Ich werfe eine 11. Ich werfe eine 11. Was für eine frustrierende Phase das in diesem Match war. Du weißt, du spielst eigentlich das Spiel deines Lebens so, also zwischendurch. Nicht Spiel deines Lebens, ich habe schon auch mal einen 12er gespielt und so, aber ihr wisst, was ich meine. Über die Konstanz, über 9 Legs. Und hier werfe ich eine 81.
Und dann kommt so ein Lag wie das eben, du denkst dir so, Mann, da musst du echt dranbleiben, da musst du im Kopf cool bleiben. Es ist nicht so leicht. Sie wirft eine 180. Ich eine 100, da kommt noch die Faust. Und guckt euch das an, was sie macht. Sie wirft einfach noch 89. 280er in dem Leg. Tja, moin. Ich werfe eine 59. Bull. Oh. Martin. Der erste war wieder in der 60. Ich bin immer so ein bisschen hinterher in diesen drei Legs jetzt hier. Ja, Haufen kneten beten. Haufen kneten beten 2.0. 150 steht. Fallon, guck mal, wie sie schon losgeht. Sie weiß schon vorher, dass er reingeht. Drei Legs am Stück für Fallon Sherrock. Und jetzt bitte, bitte genießen wir dieses Leg gemeinsam jetzt. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon einen 18er gespielt, einen 15er verpasst. Also wirklich stabile Legs. Und hier dieser Anfang, da dachte ich mir, come on Marcel. 45, was ist das? Was soll das? Und jetzt brauchte ich hier die guten Darts. Ich brauchte sie einfach. 260er. 140 geworfen für 316. Er will immer mehr, wie Martin schon richtig sagt. Es beschreibt mich leider ganz gut. 316 steht. Yes. 100. Fallon 265 Rest. Will eine 95 für 170 mindestens. Und die kriegt sie, weil der erste in der Triple 19 steckt. Kann sie noch einen reinsetzen? Yes, guter Erster. Und ich werfe nach der 140 und der 100. Noch eine 140. 76 steht. Nach 12. Chance zum 14 Data habe ich also. Komm, Marcel! 76. Boah, ist der knapp drüber. 16 für Tops. Zum 15 Data. Wie der Dart auf die Tops zum 4-1. Millimeter drunter, ey. Und Fallon bekommt jetzt hier den Matchstart auf Tops und verpasst ihn. Komm auf da, Junge! Und ich habe maximalen Druck für 20. Boom. Yes! Come on! Yes! Es steht 4-4 und zu dem Zeitpunkt dachte ich, was geht hier ab? Und ich habe Anwurf zum Sieg. 4-4, ich habe 4 Legs gegen Fallon Sherrock geholt an dieser Stelle. Ich konnte es gar nicht glauben. Wieder mit 18 Darts gerade das Leg. Mann, 18 Darts, 83er Average im Übrigen. Ja, egal. 30 Punkte geworfen. Hier war für mich schon alles klar. Hier war für mich schon der Erfolg zu spüren. Egal wie das jetzt ausgeht, habe ich mir gedacht. Hoffen, kneten, beten nochmal. Martin möchte mir nicht in den Rücken fallen. 41. Slow Start von Marcel. Und Fallon. Mit der 100. Dieses Leg anzuschauen, das schmerzt ein bisschen. Ich stehe nach 9 Darts auf 388. Und Fallon
140. Da ist das Lebenszeichen mit dem letzten Dart eine 96 geworfen. Aber trotzdem 91 Punkte Rückstand. Und sie hat jetzt quasi den Anwurf. Und sie verpasst jetzt hier 44. Und ich habe 292. Und die fette 1. Ah. Ah. 39. Das schmerzt. Einen Matchstand hatte sie schon auf der Doppel 20. Jetzt steht bei ihr die 64, ich noch 253. Da ist die Triple 20. 20. 5. Kein Finish. Und Fallon hat 64 Rest. Triple 8 für Tops. Drin. Und somit verliere ich hier gegen Fallon Sherrock mit 5-4. Bei der Ostsee-Dart-Skala in Kiel. Unlucky, aber ich kann mich darüber nicht beschweren, ganz ehrlich. Ich darf mich darüber nicht aufregen, was soll ich machen. Hier die Statistiken eingeblendet. Ich spiele über 9 Legs, ein 70er Schnitt ungefähr, eine 30er Doppelquote. Es ist der absolute, es ist das beste Spiel über so eine Distanz. Klar habe ich auch schon mal ein 80er Average gespielt, aber nicht über 9 Legs. Das waren dann so Best of Fives oder so. Ich stelle mich jetzt hier hin zum Interview. Ihr könnt euch jetzt noch meine Worte anhören. Ich würde es freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet. Checkt Instagram die Bilder nochmal ab. Und ja, Leute. Ich würde sagen, damit können wir leben. Mein bestes Ergebnis bisher. Und jetzt höre ich die Interviews noch bis zu Ende an. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Also, für sein Saison hatten sie die Idee, den Traumgarde aus der Bühne auf Filtrega später im Halbfinale zu spielen. Und wenn sie schon gespielt Marcel, er hat dir angemerkt, das Ding wolltest du nie verlieren. Komm mal zu mir. Komm mal schön zu mir. Ja, also wir haben hier schon. Ja, also du bist es dann. Ich glaube, ich habe aufgeglichen zu viel viel. Und da habe ich so ein bisschen gehofft, aber ich bin natürlich wirklich am Verkloppen, da kann man nicht sagen. Aber das war mein bestes Spiel bisher, aber ich bin komplett durch den Wind. Also du kannst mich denken, dass ich einen Kollegen finde, weil ich kann nicht mehr. Das ist schon eine besondere Situation. Also das schätzt man, glaube ich, für Aufgestehen hier in der Halle vor 3.500 zu spielen. Wir sind nicht gewohnt. Da ist der Stress schon da. Ne? Also jeder, der zu Hause sitzt, so wie ich auch manchmal irgendwie hier hinschaut und denkt, man, da hätte jetzt aber eine Stunde getroffen. Es ist hier oben einfach gar nicht so einfach. Es kann nicht so einfach. Fallon Sherrock für Marcel Stropkin. Thank you very much. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Jahr.